Hallo, du liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer kurzen Sendung wieder von der Punch, in dem heute. Es ist mir aber so ein bisschen eingefallen, also das Thema, ich wollte es vor einiger Zeit schon mal machen, das heißt vor einiger Zeit, das war ja schon, naja, ein Jahr oder so, aber ich wusste nicht genau, wie ich es rüberbringen soll, wie ich das euch sagen soll, was ich genau dazu sage und auch nicht. Und ich bin auch nur drauf jetzt gekommen, einfach nur, weil es war noch nicht so ein Kumpel da und der weiß halt, auf welchen Promi ich halt so ein bisschen abfahre momentan. Und da hat er gesagt, ja, jetzt lass mal die googeln oder lass mal schauen, also wie How I Met oder dann wie man sich halt helfen kann, praktisch einfach nur. So, also ich habe davor so einen geilen Satz gehabt und das ist so wieder weg. Das ist, sobald ich die Kamera anmache, alles weg, alles weg. Naja, und dann ist mir, bin ich aus einem Forum gestoßen, aus mehreren Foren, und da ist mir klar geworden, manche Leute sind echt voll fanatisch und voll. Die sind so richtig krass in die verknallt und wollen eigentlich alles dafür tun. Und es ist nichts Wichtigeres im Leben als diese Person. Da gibt es halt die von, es gibt noch ein paar, die sind halt verknallt und so. Und ich möchte euch ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass ihr euch ein bisschen aufpassen soll. Das ist ja ein bisschen, ich weiß schon, von was ich rede. Bei mir war es das genau einmal bisher im Leben. Natürlich, ich weiß, jeder ist mit irgendeinem Promi verknallt oder möchte mal einen Promi sehen und kann da hinschmelzen, wenn er den im Fernsehen sieht, weiß der Geier. Dominik Gregorin. Nee, nee, ich will nicht dran denken, weil sonst muss ich kotzen. Ich habe mein Frühstück da und ich habe noch nicht gefrühstückt. Und ich mache wieder ohne Frühstück, ist schon mal was anderes, ne? Das ist scheiße. Und ich möchte euch da auf Mick mitgeben. Seid bitte vorsichtig. Ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt Leute, die wollen ja einfach mal treffen und mit denen quatschen und so. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist schon mal an sich schwierig, wenn ich wohne jetzt hier in Europa und wenn ich jetzt jemanden in den USA kenne, jetzt persönlich, und die könnte ich auch treffen, aber ich meine, die Entfernung ist schon mal echt krass, weil du da nicht so leicht rüberkommst und dann hast du noch die Barriere, dass der Promi ist und dies und das und jenes. Und natürlich die ich jetzt abfahre, die ist jetzt so nicht ganz bekannt, ist ein bisschen No-Name, aber die hat doch ein paar Sachen mitgemacht, wo er sagt, ja, okay, da könnte man die vielleicht schon kennen. Ich werde den Namen jetzt nicht sagen. Und auf dieses Forum, da habe ich krasse Leute gesehen. Wir haben, also er hat auch ein bisschen mitgeschrieben, mein Kumpel, der ist da mal überall unterwegs in Foren und so, wäre gar nichts für mich. Er hat mit denen geschrieben und die sind schon jahrelang in diese Promis verknallt und lieben die innig und würden mal alles aufgeben, sogar die eigene Frau teilweise aufgeben, damit die mal treffen können und solche Sachen. Und was ich auch krass finde, ja, dieses jahrelange Dahinschmelzen für dieses krass. Und du musst dir überlegen, es ist eigentlich nur ein Mensch, aber ich kenne das. Ich hatte das genau ein einziges Mal, wo ich mir nichts mehr gewünscht habe, als dieses Mädchen damals kennenzulernen, diese Schauspielerin. Das war damals mit Narnia, mein Gott, Narnia waren das noch Zeiten, ey. Wie alt war ich denn da? War ich da 14 oder 13 oder wie alt war ich da? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon Urzeiten her, so 6, 7 Jahre ist es her, wo der erste Narnia, glaube ich, rausgekommen ist. Und da gab es dieses kleine Mädchen, nein, nicht diese, wie heißt denn diese, nicht diese, Lu, doch, die Lucy Keys, nicht ihre Schwester, die Susan hat die Keys genommen, sondern die Lucy. Ich fand die echt cool, ich fand die echt niedlich damals, und ich mochte die auch, aber also ich wollte jetzt nicht mit der ins Bett oder so. Ich hatte das noch nie, wo ich gesagt habe, boah, mit dem Promi möchte ich unbedingt ins Bett und ich würde alles dafür tun. Hatte ich, glaube ich, bisher noch nie. Wenn es doch so gewesen ist, mir fällt es ein, schreibe ich es euch in die Kommentare natürlich rein. Ich möchte euch aufmerksam machen, es ist wirklich, passt auf, das erste Problem ist, wo ich euch aufmerksam machen möchte, ist einfach nur, ihr wisst nicht, wie der eigentlich privat ist. Natürlich, wenn ihr den jahrelang, ich sage jetzt mal, auskundschaftet, studiert, wisst ihr schon, aber manche wissen gar nicht, wie die privat drauf sind. Ich meine, so Personen wie Dieter Bohlen, die ist jetzt ein krasses Beispiel, ich weiß, aber man muss sagen, der ist wahrscheinlich eigentlich ganz nett, aber wenn du siehst, was er bei dir ist, der ist mit den Mitbewerbern oder Bewerbern einfach sagt und macht, ist schon krass. Und natürlich, er wird dafür bezahlt, dass er manche Sprüche raus hat, ist logisch, aber ich könnte den nie einschätzen, wie er privat drauf ist und so. Und das ist wahrscheinlich auch ein ziemliches Arsch. Also, ich will mich nicht so das Fenster lehnen, so wirkt er zumindest manchmal, aber der kann auf jeden Fall nett sein und da kannst du dich auch nicht einschätzen. Und das nächste Problem ist auch diese Sprachbarriere. Wenn du jetzt null Englisch kannst und einen englischen Schauspieler liebst, ist blöd, oder das Problem ist, wenn du ihn dann mal triffst, was willst du tun? Was ist, wenn er dich überhaupt nicht mag, wenn er dich scheiße findet, wenn der irgendwie einen schlechten Tag gerade hat und eigentlich ganz nett ist und sowas alles und dann findet dich einfach kacke. Und es sieht einfach nicht gut aus. Und du hast eigentlich auch nur die Chance, einen Promi kennenzulernen, wenn du entweder so ein bisschen dich in die Promi-Welt begibst, so in die Schauspielerebene begibst und Schauspieler wirst oder irgendwas in die Richtung, was mit Schauspielerei zu tun hat, mit Film produzieren, dann hast du die Chance, vielleicht mal so einen kennenzulernen oder wenn du einfach viel Geld hast. Aber anders ist es ganz schwierig. Natürlich, wenn du jetzt hier im europasprachigen Raum hast du mehr Chancen, Promi kennenzulernen, weil
Ich glaube, die größten Schauspieler sind einfach in den USA oder ja, eigentlich schon die größten. Also jetzt mal die ja halt einfach mal Hollywood, wisst ihr ja Bescheid, ne? Und die deutschen Schauspieler, die haben aber vielleicht auch mehr Chancen, die mal irgendwie kennenzulernen oder so. Und die sind, also müsst ihr halt auch aufpassen. Und vor allem, wie ich dich finde, wie du ihn findest, was ganz anderes. Und was willst du ihm sagen? Ich liebe dich, lass uns zusammen sein oder so. Das haut einfach nicht hin. Und ich möchte euch sagen, diese Nervosität, wenn du den siehst, diese Vorfreude, wo du im Endeffekt wo du hoffst, ihn irgendwann mal zu sehen, das ist eigentlich das Geilste eigentlich, weil du hast immer so auch deine Fantasien im Kopf, sag jetzt mal, wo er dich halt auch mag und dich versteht und so. Und das ist, glaub mir, das ist einem einiges geiler, als wenn du ihn dann wirklich mal kennengelernt hast. Ich habe schon mal gehabt, dass ich eine Schauspielerin mochte, hab sie dann so, also kennengelernt kann man nicht schlecht sagen. Ich habe halt kurz mit ihr gequatscht, weil es auch keine, die irgendwie berühmt ist. Die hat, glaube ich, in einem No-Name deutsche Film mitgespielt und die war einfach mega scheiße. Und die war vom Charakter her einfach schrecklich. Und ich habe mir gedacht, wow, toll. Ja, und das hast du so gedacht, kommt im Film so gut rüber und so und bei den Interviews auch und so und dann ist die voll schlimm. Ja, und ich möchte euch auch hinweisen auch noch, dass es gefährlich sein kann, wenn man so richtiger Fanatiker wird. Das macht euer Leben kaputt. Damals, wo es mit dem Mädel war, also das. Ich habe tagelang, also tagelang kann man nicht sagen, monatelang, oh, 6 Minuten, oh, mein Akku geht leer, ich muss noch aufladen, vielleicht nochmal aufmachen. Monatelang habe ich nur eigentlich gebetet und gebettelt, Gott, bitte lass mich von ihm nur was träumen. Und mich hat das belastet und ich habe die geliebt und was weiß ich nicht alles. Und im Endeffekt habe ich sie jemals jetzt gesehen? Nein. Und ich kann damit auch leben und ja. Bitte passt da auf und wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Wenn ihr ein Anliegen habt, sagt es mir. Momentan ist es so, ich mag diese Schauspielerin jetzt momentan echt gerne und so, aber ich wüsste auch nicht, was ich ihr sagen sollte, wenn ich sie sehen würde. Ich würde es wahrscheinlich nur verkacken und auch das geht wieder vorbei. Aber für mich hat die Schauspielerin nicht nur so einen Wert, dass ich sie aus dem Film kenne. Also ich muss ja jetzt abbrechen und dann nochmal später aufnehmen. Akku ist restlos am Arsch. Bis gleich. Ich weiß, wie es euch da geht. Wenn ich dieses Bild von ihr sehe, so war geil, wie es einfach mal so richtig geil, dich einfach nur mal zu umarmen, zu sagen, du bist hammer cool oder du bist richtig geil oder ich mag dich oder so. Aber diese Gedanken machen euch fertig. Ich will, dass ihr ein bisschen auf der Boden der Tatsachen bleibt und wisst, ihr werdet wahrscheinlich diese Person nie sehen. Und das Problem ist mein scheiß PC. Ich muss kurz auf Ja aktivieren. So, ja. Ich will euch damit nicht sagen, ihr sollt nicht daran denken oder ihr sollt euer Leben verführen, weil es euer Leben vielleicht ist, aber ich möchte nur, dass ihr vorsichtig seid, weil das einen ziemlich belasten kann, weil auch du wirst diese Person einfach nie kennenlernen, es ist einfach so. Die einzigen zwei Situationen, glaube ich, wo du überhaupt die Chance hast, sie kennenzulernen oder die anderen, die ich halt schon genannt habe, ist entweder eine Apokalypse oder Zombie-Apokalypse, irgendwie sowas, da hast du vielleicht die Chance, sie kennenzulernen oder so, oder die anderen Sachen, die ich gesagt habe. Aber bitte, Leute, passt da auf und ja. Was soll ich noch sagen? Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibe ich es natürlich in die Kommentare, in die Videobeschreibung dazu. Und dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und gib mir nochmal auch, wenn es Video gefallen hat. Und vielleicht will ich auch nochmal sagen, welche Schauspielerin das ist. Mir ging es auch nicht nur darum, um die Schauspielerin an sich, weil ich sie toll finde, sondern weil ich etwas mit dieser Schauspielerin erlebt habe, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es also ist nicht irgendwas Perverses. Also ich wollte auf jeden Fall nie wirklich eine Schauspielerin irgendwie flachlegen und sagen, boah, die will ich unbedingt mal im Bett haben. Das glaube ich war bisher noch nie so. Bin mir nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich war so ein kleiner Schlingel früher. Und ja, und wie lange ich die jetzt irgendwie toll finde oder auch nicht, das ist halt auch die Frage dann. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und bis bald. Euer Punchy Demon. Ciao, ciao.